Alter, wir sind voll gut und so. Ui. Was? Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Also, bei mir geht so eine Active Blitz Mission ab. Bam! Einfach mal auf Royal gewinnen. Ich kenne die Map so ein bisschen. Oh, ready. Na? Ich wollte gerade wieder sagen, Mensch! Nice Boost Spot, mate. Ah, yeah. You have to do this the whole time, Green. Really hard, brah. Yeah. Bist du deutschgrün? Ja, bin ich. Pass. Läuft bei uns. Ja, Mann. Double kill, bitches. Oh, Collateral. Leider nicht richtig zählbar im Spiel, aber schon ein Collateral. Und so ein Collateral, muss ja auch schon sagen, ist natürlich was Besonderes. Kriegt eigentlich kein Mensch hin. Ich bin der Erste, der es geschafft hat, glaube ich. Und ja. Hello, Team. Hello. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die ein Headset haben. Team, please talk. Okay, wir zwei sind die Einzigen, die ein Headset haben. Wir zwei coolen. Da oben rennt schon einer rum. Der kriegt jetzt aber Fett auf die Fresse, weil wir ihn einfach nur wegnatzen jetzt. Ey, looks good. Mir klatscht die richtig fort. Oh je! Die Dödelpower ist ja hart. Sie durchfließt mich hart. Easy. Guter Plan. Ich liebe es. Ah! What? Warum sieht? So eine Kacke. Echt, ich spiele am Anfang mit Absicht schlecht, lasse mich ein Collateral drücke und dann sowas. Alles also könnte ich ja wirklich mal zum Breche mache. Aber da holen die Mates die nächste Runde. Krasse Geschichte hier, die ich euch gerade mal erzählen kann. Also von daher, ich sag's einfach mal so, ich kaufe mir wieder eine P90, denn die P90 ist halt einfach was. Wenn sie schon jemand spielen kann, muss ich sie halt versuchen zu spielen. Ich muss sie versuchen zu meistern, dieses Gerät. Viele sind daran schon untergegangen, weil so eine P90 ist natürlich im Grunde eine recht trickige Waffe, ja. Ist natürlich, der Umgang ist hart. Michael, geh mal hoch, Michael. Bleib mal da stehen, Michael, okay? Nice, Michael. Gut gemacht. Da hat mich einer auch gepimmelt, aber es macht nichts. Ai! Ich hab die Bombe gerade wohl gepflanzt. Der Alter geht ab, der Kollege. Alter, das ist so ein richtiger Lappedudel, da. Habt ihr noch coole Waffen irgendwie? Hallo? Hä? Hat er nicht gerade einen Toter gelegen? Da stirbt einer, weißt du? Ich will hier rennen, mir die Tote hole. Dann ist er nicht da. Alter, so eine Frechheit ist das. Egal, wir ficken sie richtig durch. Fast ein Mate tot geneift. Unangenehm. Find ich schon mal tight, wie das hier abgeht. Und zack! Bumm! Batsch, dort ist er. Nee. Oh je. Do you want the op? Kann ich die haben? Danke, Bruder. Jo. 4-1 steht schon mal sehr gut. Ich weiß nicht, wie die Map hier gestrickt ist. Ob die jetzt irgendwie so ist oder so. Ist ja oftmals auch so eine Frage der Taktik, ne? Und der brennt da, die Slut. Bang. Fuck. Da chillt er einfach in diesem Puffgang, Mann. Ich war zu übermütig, weil ich dachte, gut, ich bin saugut. We are going to win. Wir fliegt. Oh. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Vor allem kann ich hier diese Blitzerfolg könnte ich jetzt hier ergattern. Komm, volle Pulle einkaufen. Scheiß nein, wir haben's doch, oder? Mensch, ey, denk doch nicht so blöd. Viel nach. Hallo? Sieht gut aus, der Jumble. Komm bei mir. Ich kann sie doch hören. Grün hinter dir, hinter dir. Okay, okay, okay. Boom, bitch. Yeah. Alter, wir sind voll gut und so. Ui, Kinderklo. Ui. Scheiße, Mann, ich hab nicht auf meinen verfickten Ammo-Count geguckt. Männer, was macht denn ihr jetzt? Macht doch mal einen Rusch. Schade. Zum Glück sind wir so reich und können direkt, oh, und direkt P90 kaufen, na, klar. Geil. Wenn wir so rich sind, so reich sind, so rank und schlank. Damn, son. Was? Oh Gott! Um Himmels Willen, ich fass es nicht. Unglaublich schlecht von mir die letzten zwei Runden. Wir haben jetzt zwei Runden ausschließlich wegen mir verloren. Es ist zum Kotzen. 66! Fuck! Zumindest hat meine Unfähigkeit jetzt nicht unseren Win gekostet, die Runde, aber das ist so ärgerlich. Die zwei Runden, also eine Runde haben sie zu 100% nur gewonnen, weil ich verkackt habe. Wow, zu zweit! Nein! Jetzt konnte ich nicht viel machen, also das war behindert. Geil! Eine Eco muss man noch machen, Leute. Aber anscheinend will der Schlüssel einsehen, Ultrasala, ja? Ich versuche jetzt hier einfach noch ein paar Leute wegzuklatschen. Oh. Ha? Was ist da passiert? Ist der runtergesprungen, der Last Chance? Hat sich den Arsch gebrochen. Ich hoffe einfach mal, dass diese Map extrem City-seitig ist. Und dann sieht es ja schon mal gar nicht so schlecht aus, sondern mit 7-5 Leute bei uns. Guys, I tell you, we kill them all. Hey, Porter, give me a mother, the booty. Wow! Nein! Oh, es sind nur noch zwei und ich hab die Scheißbombe verloren. Es ist nur noch einer. Unglücklich. Meine Laune, ja.
Okay, sieht gut aus. Oh fuck! Da kommt er, da kommt er. Shit, Apartments. Nice. Da haben wir unseren harten Pro halt stehen, ne? Der kann natürlich, und mit meiner Ansage, Apartments, ja? Verstehst du? Da kann man natürlich nur verlieren, wenn ich so fick wisch. Wenn ich es halt richtig durchfick. What? Aber für mich ist schon wieder so ein richtiges Pech. So ein Pechtag, weißt du? Guck mal, kein Stern. Hallo, bei meinem Ultraskill? Also Leute, 9-6 ist schon mal gut. Remember, this isn't the Schlachthaus anymore. This is your bitch. Nice. Alter, ich hab gar keinen Gegner gesehen. Ich stehe einfach da an meinem Spot. Ich bin so cool und überhaupt nicht bekloppt. Ich nack sie alle oben, locker ohne Problem. Ich lass die Gegner im Regen stehen. Swag. Bam! What the fuck, brah? Und da habe ich einen Stern bekommen. Ich raste aus, meine Damen und Herren. Finde ich wirklich höchst delicious. Wisst ihr, was ich scheiße finde, was mich gerade voll stört? Ich bin ja nicht eitel. Ich bin ja nicht eitel, aber... meine Haare fallen immer hier runter, also die legen sich ganz platt hin und streicheln mich an der Stirn. Das macht mich wahnsinnig. This is making me winsinnig. Wir zerstören sie übelst. Weißt du, ich sag an und sowas. Alle hören mir zu und sagen, oh, hat er gut gemacht oder was? Und dann sage ich, was kriegst du so blöd oder was? Dann sagt er, oder was? Dann sage ich, weißt du. Und dann ist alles wieder gut. Dann ist es halt geregelt. Weißt du, unter Männern ist es halt so. Die Frauen, die machen noch jahrelang, machen sie noch rum. Aber die Männer, da gibt's doch die Fressen, das war's. Dann hilft man sich auf, gibt sich ein Küsschen. Ja, unter Schwulen ist das so, weil ich Schwulen, auch. Guck mal, meine Haare schon wieder, wie sie mich kitzeln. Guck mal, die Strähne, wie geht denn das? Wisst ihr, ich habe halt vorhin geduscht. Wenn ich dusche, sind meine Haare halt super flauschig. Jetzt hätte ich auch gerufen, ey. Zu meinem Bad Hair Day kommt sowas noch hinzu. Ein Ohrruf. Ich habe immerhin das Handy draußen liegen und sogar die Tür zugemacht, aber... Ich hör's. Es ist wohl irgendwas Wichtiges, es klingelt immer noch. Ja, das Haus brennt. Ich nehme gerade auf! Gott, wie glücklich war das. Schade. Also Leute, es fehlt nicht mehr viel, okay? Komm schon, jetzt knickt nicht ein, okay? Wir wollen jetzt noch den Sieg hier holen, hart. Und dann gehen wir ins Bett. Vor allem haben wir dann auch diese Mission geschafft. Diese geile, ihr wisst schon. Diese Mission halt, fragt nicht so blöd. Und ich komm zu dir nach Hause und mach dir Kuchen oder so. Oder zwei, wenn du es übertreibst. Ey. Bitch. Die ejakulieren so richtig ab, die Terrors. So ein bisschen gut sind sie schon. Ja, die gehen hart. Oh, scheiß doch die Wand an. Ah! Pass mal auf, wir jetzt noch ein scheiß Comeback holen. Da rast ich aber aus. Nix hier. Wieso, warum sind wir zu viert auf B? Komm mit, Mann. Lass uns mal auf A gehen. One A short. Okay. Es liegt nun an mir, die Welt zu retten. Nice. Oh, Kinder, und schon spielen wir hier um den Sieg, meine Damen und Herren. Sie haben richtig gehört, wie... Kannst du mir eine M4A4 legen? Okay, mal eben noch eben die Waffe hergegeben, nicht wahr? Ich bin halt einfach auch ein Generöser, also ein Gonoröser. Ich hab jetzt nicht Gonorö oder so, aber ich bin halt einfach generös. Wollen mit? Scheiße, Mann! Bin ich mit den verkackten Dingern zurechtgekommen? Ich hab den links und rechts gehört und konnte einfach nichts mehr machen. Und da holt er die Runde! Fett! Also, wenn das nicht edel war, ich weiß auch nicht. Schön noch diesen Erfolg geholt, ne? Und eine Kiste bekommen. Klar, warum nicht? Alles unter einer Kiste nehme ich nicht an. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.